Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Irgendwas passiert hier gerade. Ich habe eine Drachenseele bekommen, ich habe gar nichts gemacht. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade einen Drachen getötet. Wie auch immer, der ist anscheinend an Herzinfarkt gestorben, ich weiß es nicht. Okay, wir hatten es schon letztens hier zu diesem Stony Creek Cave hinbegeben und ja, jetzt gehen wir da mal rein. Da hängt schon jemand. Ich bin ja auch immer ein Fan von Kerzenschein, weil es in dem Spiel leider immer sehr, sehr dunkel ist. Wir können die einen zwar auch besser sehen, aber gerade fürs Let's Play an dunklen Orten sieht man noch weniger, als wenn man hier live ist. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. So. Hey Kumpel, wie geht's dir? Ein Bretone. Und er hat nicht viel, was sich zu nehmen lohnt. Wir sind ja super Schleicher, von daher können wir hier ohne Probleme langschleichen, hoffe ich. Okay. Hier sind anscheinend Fallen platziert. Da vorne steht auch ein Kollege, okay. Und ich glaube, der kommt direkt auf uns zu. Das wollen wir doch gerne mal verhindern. Zack, zack. Das tat ihm nicht gut. Oh, er lebt noch. Wow, du bist stabil. Ja, komm. Dann berühre ich dich mit der Hand des Todes. Und gleich der nächste. Okay. So viel zum Thema dazu. Erstmal nochmal zwischen Licht. Ja, so ein Schild ist ganz nett. Auch nett, 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 nett. Alles, was nichts wiegt, ist prinzipiell nett, sodass es ein bisschen Wert hat. Ja, für eine Fellrüstung ist das ganz okay. Ja, ist eigentlich alles toll. Gut. Mal zu dir. Mal 5? Nö, lohnt nicht. Jep. Jep. Ja, hätte ich nicht mitnehmen müssen, egal. Man kann prinzipiell ja auch alles mitnehmen, aber man schleppt sich dann manchmal an relativ wertlosen Sachen tot. Warum liegen hier eigentlich schon so viele? Also anscheinend waren hier die Kaiserlichen. Ne, die sind auch ein Bandit. Ich dachte zuerst, die Kaiserlichen haben ja versucht, ein Banditenlager auszuräuchern, aber offenbar wohl nicht. So, schauen wir uns kurz mal wieder an, was der Kollege uns hier zugegeben hat. Sehr schön. Ja, wo lang jetzt? Wir bleiben erstmal rechts. Labyrinthen immer für eine Richtung entscheiden, immer rechts oder immer links. Wir nehmen jetzt einfach immer rechts. Warum? Weil ich am Anfang auch rechts gegangen bin. Ich glaube, es ging aber auch gar nicht so richtig nach links. Und das war die richtige Entscheidung, denn hier ist eine Sackgasse. Da haben wir hier unseren Geldbeutel liegen lassen. Wir wollen ja nicht, dass es dem Geldbeutel schlecht geht, deswegen nehmen wir den ganz herzhaft mit. Gucken dann mal weiter. Noch ein paar Pilze. Das manchmal so mit linearer Dungeon. Okay, ups. Da hinten scheint. Was ist da? Ist das ein Wasserfall? Das sieht grün aus. Okay, das sieht. Was auch immer das ist, das kann unmöglich gut sein. Das ist auch garantiert modbasiert.
weil ich glaube, als ich das letzte Mal durchgespielt habe, werden wir das doch bestimmt auch gefallen. Oder ich war letztes Mal nicht hier. Okay. Okay. Ach, ein Gelatwürfel. Nun ja, der Witz ist natürlich, der ist natürlich modbasiert, aber wenn der... Wow, Schwelle des Ruins, der Bogen sieht ja toll aus. Wow. Ja, dieser Gelatwürfel ist natürlich keine Gefahr, wenn der so platziert ist in den Gang, wo man nicht, wo man sich treffen kann. Von daher ist es eher Deko. Jetzt will ich mir aber diesen geilen Bogen, oder hoffentlich geilen Bogen, mal anschauen. Der ist wirklich sehr speziell. So, Waffen. Goldbrand, stimmt, den müssen wir später nochmal ablegen. Aber das ist ein anderes Thema. Schwelle des Ruins. Schaden 25. Wende zufällig einen vollen Effekt auf das Ziel an. Frost, entmutigen, erzürnen, Magier entziehen und lähmen. Schaden 25. Also der sieht ja optisch rein... einfach nur geil aus, ja. 75. Kann nicht gegenhalten. Oh, ich wünschte, es gäbe hier Transmogrifikation oder irgendwas ähnliches, dass ich das Aussehen einfach übernehmen könnte, aber leider, leider ist das nicht Teil des Spiels. Bisschen ärgerlich. So. Wer hast du eigentlich? Du bist der Anführer, okay. Das ist die Straßenräuberin. So, wir könnten auch natürlich jetzt langsam wieder mal Kerzenschein etablieren. Nein, der ist hier. Nix da. Ja, da steht schon leer, aber trotzdem klicken wir am Anfang. Glückseligkeitskäfer im Glas. An sich sind die wertlos, stell die gerne meiner Wohnung auf. Ich nehme es aber aus Gewichtsgründen nicht mit. Noch eine Banditin. Okay. Oh, wir haben noch ordentlich Platz, alles gut. Das wird natürlich auch früher oder später voll, aber bis dahin ist noch Zeit. Nee. So, bauen wir ab, Kollege. Wenn der Bogen jetzt minimal schwächer wäre, ne, dann hätte ich ja gesagt, ja gut, aber das ist halt das Dreifache. Lehrling kommt. Muss ich mich überhaupt bemühen? Bogen sind sowieso vom Preis-Leistung eigentlich fast immer geil. Oh, ja, unsere ist besser, aber vom Aussehen her sind die halt auch nicht schlecht. Ne? Die Drachenrüstung geht. Also vor allem diese verbesserte Drachenrüstung ist schon relativ schön, wenn man bedenkt, wie alt das Spiel ist. Hier, du hast noch Pfeile. Oh, du hast allgemein noch viel. Okay. Dich habe ich anscheinend noch gar nicht ausgenommen. Ich muss nur kurz mal auf die Karte linsen. Ich habe nämlich so das Gefühl, wir sind hier schon durch. Finde Charlibos Schrift. Charlibos Schriften ist da hinten. Aber hier ging es doch nicht wirklich weiter. Ja genau, hier sind wir rein. Da komme ich doch nicht hoch. Da komme ich nie hoch, also. Skyrim ist Klettern ja sowieso so eine Kunst. Komme ich da echt hoch? Machst du nichts, da fehlt so viel. Okay, vielleicht kommen wir irgendwo anders rein. Oh, hier ist noch Erz.
drauf. Wird auch nichts bringen. Nee. Ich sehe keinen sinnvollen Weg, dahin zu kommen. So, dann sparen wir uns auch mal das Schleichen. So. Rennen ein bisschen. Gucken wir uns nochmal um, ob es hier nicht doch irgendwie einen Weg gibt, den ich übersehen habe. Wie gesagt, bei der Abzeigung hier ist gerade zwar ein Raum eingezeichnet, das müsste der hier links, aber nee, das ist schon das hier, oder? Huch, nee, dein wollen wir nicht. Das angeblich, wenn ich 90 Grad nach rechts drehe, ist ein Raum. Da ist tatsächlich noch ein Weg. Alles klar, gut. Was habe ich denn vor uns zu sehen? Ich bin vor uns noch hier hingegangen, alles klar. Gut, da ist eine Falle. Da steht jemand. Vielleicht löst die Falle ja sogar selber aus. Bis dahin grillen wir sie selber. Wow. Die heilt sich. Ah. Was ist denn der? Okay, er heilt sich. So, was hast du denn dabei? Ein Elfendolch, Gold. Schatzkarten sind prinzipiell nicht schlecht. Ich bin aber zu dusselig und er ist auch ein bisschen zu faul dafür. Ich habe ein paar schon mal gefunden, aber da ist jetzt auch nichts Bewegendes drin gewesen. Also ist nicht so, dass man sagt, wow, da kriegst du die heilige, keine Ahnung, Axt der unglaublichen Brutalität. Nein, man findet da jetzt nicht so krasse Sachen. Deswegen ist das meist auch nicht lohnenswert. Oh, Walerstein. Walerstein ist zum Beispiel, das ist schwer zu toppen. Liegt da was drunter? Ja. Ja, okay, mal 5, ist fair. Noch so ein ungewöhnlicher Stein. Ja, da gibt es ja auch eine Questreihe zu. Illusion. Ah, das ist wieder ein Fertigkeitsbuch, cool. Hier sind ein paar der Materialien hingefallen. So, jetzt gucken wir noch auf die Karte. Da kommen wir nicht hoch. Es muss hier noch einen anderen Eingang geben irgendwo. So, das war nebenbei die Falle, dieser Morgenstern hier. Huch. Bam. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zurück. So, und hier in der Nähe muss jetzt noch irgendwo hoch. So schnell wollte ich noch auch nicht raus. Ich wollte eigentlich zur Weltkarte. Nee, das ist der Eingang. Jetzt gucken wir mal hier auf der Markierung. Ist hier irgendwo noch was, was ein anderer Eingang sein könnte? Hier ist noch eine andere Höhle. Ach, da ist der Drache. Wie gesagt, wo der herkam, weiß ich nicht. Könnte es die Höhle sein? Unter der Turm? Wir versuchen es erstmal da. Wir können ja jedes Mal wieder zurückkehren, aber ich wüsste jetzt nicht, ja, wo das sein möge. Windermoor. Huch, Entschuldigung. So. Wir machen jetzt erstmal zu der anderen Höhle. Nirnwurz? Nee. Einfach nur irgendein Kraut. Ich meine, irgendwas zu hören. Das ist gerade sehr nebelig hier. Man sieht nicht wirklich viel. Irgendwas ist hier.
Da. Trolle. Und Wölfe. Willst du hin? Hey! Drauf, dass dich. Hä? Was hin? Weg ist er. Okay. Zurück Richtung Höhle. So mag die sein. Wir wahrscheinlich ein Stück hoch müssen. Huch. Direkt durchgelaufen, nicht gesehen. Ah, noch ein Distel. Ein ganzes Wolfsrudel irgendwo. Okay, irgendwas sieht mich schon. Der Türsteher. Ja, der Türsteher. Ja! Hält's eigentlich aus. Wow, der haut ganz schön zu. Genug. Was? Nein, nicht genug. So, und da in der Richtung kommt noch einer irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Den Türsteher habe ich anscheinend eine Warner befördert. Schade, ich wollte ihn rausnehmen. Felsrinnhöhle. Sind die gefangen? Warum sollte ich euch freilassen? Ist nicht viel zu reißen, Leute. Na gut. Wo ist der richtige Eingang? Ist er dahinter? Hä? Da oben? Da oben. Was passiert eigentlich mit denen gerade? Die scheinen langsam zu sterben. Die Lebensleiste wird auf jeden Fall kleiner. Na okay. Sei es drum, wir gehen jetzt hier rein. So. Ich bin immer noch voll Mode. Oh, kein Wunder. Das ist kein Nach. Was warst du? Du warst nix. Mhm. Bin ich ja ein wenig skeptisch. Überall heulen die Wölfe. Hier labert einer. Wir sind da um die Ecke irgendwo. Ein Metfass. Hey, da ist Met drin. Beeindruckend. Okay. Die haben gute Ohren. Und ihre Wölfe haben gute Ohren. Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Was hat mich verraten? Diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlt. Die Stadt als freier Bürger. Benutzt euren Verstand. Wissen müssen, dass sie. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Das tun sie ja nie. Was war das? Geh
gegen Spieler? Hä? Das kann nicht stimmen. Ach, Spieler im Sinne von Glücksspieler wahrscheinlich. Geht auf, solange ihr nicht könnt. Nö. Ganz ehrlich, wenn ihr so krass drauf seid, also nicht krass drauf seid, dann warum soll ich mir so große Mühe machen? Ja, nehme ich das ein bisschen aus. Oh, ein Wert. Truhenschlüssel. Mhm. Habe ich nicht vor. Aber ich fühle mich jetzt sicher genug, auch wenn noch Musik ertönt. So, ist der Kollege hier noch irgendwo? Hoppla, das war den ich vorhin schon erwischt habe. Der hat mein Pfeil als Andenken behalten. Oh, den kann ich auch wieder mitnehmen. Oh, mir war es sieht einfach sehr brutal aus. Muss ja nicht unbedingt sein. Wo die anderen beiden sind, kann ich jetzt mal ahnen. Wir werden gleich rausfinden. Ah, sie haben jetzt anscheinend Tierkämpfe abgehalten. Komm ich da ran? Und der Wirt, der die Leute dann hier wahrscheinlich erst da ein bisschen betreut. Ja, wieder Met. Auch Met gibt es ja auch weiter. So, das sieht doch schon wertvoller aus. Altowein. Ja. Oh, sogar noch ein Buch, was ich kenne. Lockpicking. Ah, Daumen Level ab. Machen wir nächstes Mal. Mondzucker? Skooma. Wenn ich die Stadt fahre, bin ich am Arsch. Aber egal. Das gehört halt auch zum Leben als Abenteurer dazu. Yep. Theoretisch können ja hier nur noch weitere Wölfe sein, ne? Ich werde gesehen. Ja, hier sind die Wölfe. Ich lasse euch nicht frei. Kein Grund, jeden zu töten. Nee, ich will nicht die Holzverlag. Gut, der Sack ist leer. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Hm, noch mehr Mondzucker. Skooma. Alter, hier ist echt viel Skooma. So. Ja, zur Truhe kommen wir gleich. Peinlich reingelatscht, gebe ich zu. So, Elfenbogen, Knochenpfeil, Eisschwerte, Funken, Seelendiebpfeil, klar, alles raus hier. Ist egal, bringt Geld. Ja, ordentlich, ordentlich. So, jetzt machen wir Lucky Lucky auf die Karte. Sieht vollständig aus.
So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Da lang. Dürfte ja eigentlich nichts Kämpferisches mehr leben. Nee, hab ich verguckt, Entschuldigung. Ich dachte, da war was. Der ist auf einmal frei. Schön, ihr fliegen könnt. So, kann ja nicht weit sein. Aber vielleicht stehen da irgendwie Wachen davor. Wir gehen trotzdem mal über Schleichmodus, sicher, sicher. Immer noch neblig. Gut, waren jetzt auch nicht lang der Höhle, muss man fairerweise sagen. Ne? Mhm. Sieht ein Land aus. So, nochmal Disteln. Rote Bergblume. Ich sehe niemanden, aber ich wäre anscheinend gesehen. Ansilbung. Los geht's. Wow. Okay. Die ist böse. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Mhm. Wow. Oh, wir müssen jetzt die neue Stufe machen, dann wäre ich glaube ich geheilt, ne? Gut. Ausdauer diesmal. Und ich weiß, ich wollte eigentlich bei Sneak weiter. Irgendwann mal. Müssen wir jetzt kurz, wo ist denn Sneak da? Darf ich schon? Achso, das brauchen wir nicht. Erfordert 80, okay, ja. Das ist noch ein weiter Weg. Das heißt, wir gehen erstmal wieder zu... Wo ist das? Nein. Restoration, genau. Was haben wir denn hier? Your attacks and restorations and effects undead. Naja. Auch nicht wirklich spannend. Why is when you touch the random target from my feet, including... Das ist nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal kurz mir eine Strategie überlegen. Was ist denn mit dem Licht? Wow. Die haut richtig rein, die Dame. Okay, Tränke. Ja, ja. Das meint ihr, wenn die versuchen, einen Nahkampf zu holen? Die trifft uns ja doch immer mit ihrem blöden Blitzen. Ja, die brauchen diese kleinen Zaubertränke, trinken wir jetzt mal alle kurz weg. Zack, 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 zack. So, ein Jochblitz. So. Schnappen wir uns jetzt nämlich unseren Dolch. Ironischerweise auch vielleicht noch unser Healing Blaster. Das heilt uns dann gleich, wenn es weit kommt. Und versuchen, mit dem Bulwark ein bisschen zu blocken. Damit können wir nämlich auch Magie blocken. Ist sie.
Ist das ein Kampf oder ein Wettrennen? Die war böse. Aber sie hat einen Fisch bei sich. Ja, von der Ausrüstung her war sie nicht so beeindruckend. Aber ihre Skills waren krass. Was meint ihr, ob hier noch jemand steckt? Oder versteckt? Ein Lehrlingsschloss. Dürfte kein Problem sein. Zack. So. Damit wir ein bisschen mehr sehen, trotz allem. Da muss ich noch Kerzenschein dran. So. Tränke sind in der Regel immer vom Preis-Leistungs-Treffer her gut. Dann kriege ich jetzt einfach mal ohne groß nachzudenken. Die hat mir wehgetan. So, Iron Ore. So. Schneebeeren. So, sie hat jetzt aber glaube ich auch nichts Spannendes. Wirklich nicht sehr viel Spannendes, was sie hier hat. Ich habe jetzt nicht einen Namen von den Dingen mitgekriegt. Hanselwund Excavation, eine Ausgrabungsstätte, alles klar. Gut, ist glaube ich der perfekte Punkt, um für heute den Break zu machen. Ja, ich freue mich dann natürlich auch auf das nächste Mal wieder. Will auch unbedingt wissen, wie es hier weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!